Aber damit das klar ist, das wird kein Wettrennen. Ihr fahrt schön brav hinter mir her. Wenn ich euch abhänge, ist das Spiel allerdings aus. Und wehe, ihr fahrt zu dicht auf und zerschrammt mir meinen geliebten Wagen. Ja, doch, ist ja gut jetzt. Fahren wir los. Gut, schön die Sicherheitsgurte anlegen, Kinder. Am Kai war der Kerl auch schon. Ob er eine Reise macht? Wenn du mich fragst, ist das mehr als nur ein Zufall. Mir kommt's eher so vor, als würde er uns verfolgen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und es beunruhigt mich. So wie die Frage nach seiner Herkunft. Wie ein Nifelheimer wirkt er eigentlich nicht, oder? Wie ein Lucianer, allerdings noch viel weniger. Hoffentlich ist das unser letztes Treffen. Ja, aber ohne ihn kommen wir nicht zum Zentrum der Kautesplatte. Magd, was hältst du von dem Typen? Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Midlife-Crisis und sucht Anschluss zu jungen Leuten. Ja, stimmt. Das könnte gut sein. Wir bleiben jedenfalls erstmal bei unserem Plan. Ja, wenn's brenzlig wird, seilen wir uns ab. Noct, was machen die Kopfschmerzen? Jetzt geht's gerade. Sie kommen und gehen. Hoffentlich bleibst du verschont, solange du fährst. Fahr rechts ran, wenn's wehtut. Gibt's in der Nähe ein Refugium? Willst du etwa schon wieder zelten? Erholen wir uns lieber richtig. Campen ist erholsamer als jedes Hotel. Was findest du am Campen bloß so toll? Die vielen Mückenstiche vielleicht? Es geht nichts über den unvergleichlichen Duft der Natur. Kein Zeitdruck und ein Gefühl der absoluten Freiheit. Sogar unser verwöhnter Noct weiß das zu schätzen. Was haltet ihr davon, hier zu rasten? Was hältst du davon, uns ans Ziel zu bringen? Der Riese rennt euch schon nicht weg. Das ist nicht der springende Punkt. Also übernachten wir mit Arden. Niemals. Im Refugium können wir zelten. Nein. Wisst ihr, zelten ist nicht mein Stil. Dort drüben ist ein Wohnmobil. Ich spendiere die Übernachtungskosten. Nicht schlecht. Hat irgendwie was von einer Reise. Ist ja auch eine. Bonjour. Wie mein? Tagchen. Besten Dank. Schönen Dank. Ich bin's. Vom Blute der Kanadier. Wie meine Mutter werde ich alles tun, damit die Menschen in Frieden leben können. Dies war der Tag, an dem Prinzessin Luna Freya als jüngste Kanadier in die Geschichte einging. Ist das viele Beten nicht anstrengend? Überhaupt nicht. Die armen Leute, die meiner... Ich frag mich, wo sie wohl hin ist. Habt bitte keine Angst. Ich hoffe, dies lindert euren Schmerz ein wenig. Danke, euer Gnaden. Oh.
Eos, Quell allen Lebens, bewahr uns vor der drohenden Dunkelheit. Es ist vollbracht. Noch seid ihr nicht ganz genesen, aber schon bald. Ein Wunder. Hopp, vielen Dank, werte Kanaki. Ehrenwerte Luna Freya, ich bin weit gereist. Doch endlich. Es tut mir leid. Ich bin euch sehr dankbar. So, dann beginnen wir. Sie hätte sich einfach in der Stadt verstecken sollen. Stimmt, zum Beispiel in meiner Wohnung. Oh ja, deine Alte hätte sich bestimmt riesig gefreut. Nacht. Wenn wir zurück sind, setzt du den Bin. Ab hier gibt es kein Zurück. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Seid ihr euch wirklich sicher? Den Meteor als Energiequelle zu nutzen, ist mehr als brillant. Zapfen Sie den Meteor dafür an? Als der Meteor auf Eos stürzte, war es Titan, der ihn vor dem Aufprall abfing. Die Menschen sammeln die Bruchstücke ein, die dabei vom Meteor absplitterten. Und noch immer trägt der Riese ihn auf seinen Schultern. Echter Knochenjob. Bestimmt ist er ziemlich verspannt. Kein Wunder, dass die Bewohner Duskars den Riesen so verehren. Es hat sich ein regelrechter Kult gebildet. Ich frage mich, wie es tatsächlich unter dem Meteor aussieht. Da drinnen herrschen ziemlich hohe Temperaturen. Macht deine Kamera das mit? Berufsrisiko. Solange sie nicht ins offene Feuer fällt, sollte sie halten. Wenn sie kaputt geht, kriegst du keine neue. Lass sie lieber im Auto. Nein, niemals. Vielleicht sehen wir sogar den Riesen. Die Gelegenheit auf den Schnappschuss darf ich mir nicht entgehen lassen. Der passt doch ohnehin nicht ins Bild. Ein Versuch ist es wert. Es gibt kein Fundbüro für verpasste Chancen. Wow, pronto. Den Spruch habe ich mal auf einer Klotür gelesen. Ah, naja, klar. Und deine Brille, Ignis, beschlägt die bei der Hitze nicht? Solange es nicht auch noch feucht da drin ist. Und wenn doch, kannst du sie ja einfach abnehmen. Seine Augen sind schließlich gar nicht so schlecht. Ach, wirklich? Nun, ich kann auch ohne Brille noch genug sehen. Echt? Wieso trägst du sie dann überhaupt? Naja, es geht nicht darum, was er sehen kann. Eher darum, was seinem Blick entgehen könnte. Ja, ich bevorzuge einen scharfen Blick. Ah, stets wachsam und immer auf der Hut. Was, Ignis? Sag mal, Ignis, wie ist das eigentlich so für dich als Beifahrer? Beängstigend. Was soll das denn heißen? Immerhin ist Noct mehrmals durch die Prüfung gefallen. Hatte halt Pech. Lies ein Buch, Ignis. Das lenkt ab. Mag sein, aber ich achte lieber auf den Verkehr. Also, so schlimm fährt Noct nun auch wieder nicht. Wir sind da. Ist das auch wahr? Haltet ihr mich etwa für einen Lügner? Naja, so ganz sauber bist du nicht. Schon allein dieser Umweg. Hallo, ich bin es. Seid so nett und macht das Tor auf. Einfach so aufgemacht. Na, überrascht. Ich habe mehr Einfluss, als man mir auf den ersten Blick ansehen mag. So, ihr habt nun eine Gottheit zu besuchen. Kommst du nicht? Ich wollte euch doch nur bis zu seiner Haustür begleiten. Also dann, macht's gut. Seltsamer Kerl. Hoffentlich sehen wir ihn nie wieder. Naja, ganz so schlimm ist er auch nicht.
Immerhin kennt er eine Menge Märchen. Gutes Indiz für einen Wahnsinnigen. Also gehen wir hier lang weiter? Ja, finden wir raus, was das Imperium hier treibt. Diese Ruinen. Was ist denn das? Sieht aus, als hätten wir ein Königsgrab entdeckt. Na dann, hol dir mal, was dir zusteht, Nott. Ja, in Ordnung. Ein Erdbeben! Und was für eins? Vorsicht! Zurück! Gott! Ich hab dich! Komm, hoch mit dir! Scheint, als hätten wir ihn geweckt. Er versucht, mir etwas zu sagen. Alles in Ordnung, Nockt? Ein Glück, ihr lebt. Könnt ihr hochklettern? Nein, aber hier ist ein Weg. Wir gehen schon mal vor. Sucht einen Weg herunter. Verstanden. Wir treffen uns später wieder. Seid vorsichtig. Ja! Was? Wir gehen alleine weiter? Lauf nicht alleine davon, Nockt. Dann leg einen Zahn zu. Die sind schon aufgebracht genug. Stachel sie nicht noch an. Ja, ja, Mama. Hör zu, wenn ich dir einen Rat gebe. Ich kenne deine Ratschläge schon auswendig. Mir ist ganz schwindelig vor Hitze. Wie sind solche Temperaturen überhaupt möglich? Ich glaub, mir platzt gleich der Kopf. Unbeschreiblich. Nockt, hier lang. Bloß kein Fehltritt hier. Schneller, Mann. Ich will das hinter mich bringen. Geht's nicht vielleicht noch ein Stück langsamer? Ein Erdbeben! Halt dich fest! Mein Kopf! Verdammt, das hat jetzt gerade noch gefehlt. Beeil dich! Schnell, rüber! Nock, schaffst du es alleine? Oh nein! Jetzt reicht's langsam, Titan! Ich hab genug! Spar dir die Tiraden für später! Komm! Schneller! Sei still. Schneller geht's nicht.
Nur noch ein Stück. Fast geschnappt! Oh Gott! Empfang für einen König, was? Du willst reden? Sprich deutlicher! Ich sehe schon. Ihr versteht euch. Weiter! Ich hab genug von dem ganzen Gelatsche! Ich hab die Schnauze voll! Ständig diese Nörgelei! Was ist denn jetzt los? Nackt! Bist du nun ein Luzis oder nicht? Was soll die blöde Frage? Natürlich bin ich das! Denkst du, ich hätte das vergessen? Tut mir leid, ich weiß. Es ist nicht leicht. Aber hast du eine Ahnung, wie oft ich heute schon dachte, dass ich dich verloren hätte? Wir Amicitias sind Leibwächter des Königs. Seit ich ein Kind war, bläute mein Vater mir ein, dass ich dich beschützen muss. Und mittlerweile erfüllt es mich mit Stolz, dein Schild zu sein. Ich weiß, die Kopfschmerzen lenken dich ab. Aber hör mir zu, wenn ich dich warne. Ja, verstanden. So, hab mich abreagiert. Gehen wir. Okay. Lauf nicht mehr alleine davon. Verstanden? Gladio. Bin deinem Vater was schuldig. Ach was. Na nun? Klingelt das Telefon? Ignis! Seid ihr okay? Hör zu, das Militär... Aufgelegt. Meinte, die Niffen wären hier. Oh, das hat uns noch gefehlt. Endlich angekommen. Ja, endlich. Schließlich nicht zum Spaß hier! Hey, du spinnst wohl! Was soll das? Dann habe ich wohl keine Wahl. Okay? Danke. Lass uns abhauen. Das ist aussichtslos. Ja, den Kampf können wir nicht gewinnen. Wir dürfen dein Leben nicht aufs Spiel setzen. Schnell! Thank you.
eine Schwachstelle. Gerade so. Ist es endlich vorbei? Hä? Was ist los? Was macht er? Titan! Oh, verdammt! So verwirrt. Hattest du bei meinem Namen nicht schon Klick gemacht? Nennt mich einfach Arden. Isunia. Der Kanzler von Niflheim? Zu euren Diensten. Ich bin nämlich hier, um euch zu helfen. Ich tue euch nichts, vertraut mir. Obwohl, im Grunde habt ihr ohnehin keine Wahl. Hüpft rein. Oder wollt ihr lieber sterben? Ich sehe keinen anderen Ausweg. Gehen wir. Komm, Noct.
Schon gut. Thank you.